Was geht ab, liebe Freunde? Kommen wir wieder zu einem neuen Video. Das Video ist jetzt auch wieder mal ein Video-Request. Ich habe eine tolle Frage gesehen, letztens in den Kommentaren. Und habe mir gedacht, ich mache jetzt mal ein Video dazu. Weil es wirklich eine gute Frage ist, finde ich. Ich lese auch jetzt mal die Frage vor. Wie gesagt, das hier immer anonym. Ich sage hier niemals Namen oder sonst irgendwas. Aber nichtsdestotrotz, ja. Hey Fabrizio, danke für deine hilfreichen Videos. Ich wollte dich fragen, ob du ein Video dazu machen könntest, wie man sich nicht von seiner Umgebung, / Mitmenschen, beeinflussen lässt. Es wird ja immer gesagt, dass man nicht beeinflussen kann, wie man behandelt wird oder die Umwelt reagiert, aber es nicht an sich selbst reinlassen kann. Ranlassen kann, also die Innenwelt kontrollieren kann. Jetzt wäre meine Frage, wie ich das praktisch umsetzen kann. Danke. Also ich habe das so verstanden, deswegen auch dann der Titel. Deswegen, ich habe es jetzt ein bisschen komisch vorgelesen, weil ich es jetzt nicht komplett richtig verstanden habe. Ich hoffe, ich verstehe es richtig, was du meinst. Einfach, dass dich Umstände und Menschen um dich herum und Ereignisse um dich herum dich nicht mehr beeinflussen. Um außenstehende Dinge dich nicht mehr beeinflussen. Deswegen auch dieser Titel, wie du es schaffst, dass dich außenstehende Dinge nicht mehr beeinflussen. Wie du es jetzt endlich schaffst, dein eigenes Ding zu machen, dass das, was die Menschen von sich geben, was sie sagen, was sie tun und sowas, dass dich das nicht mehr juckt. Ja, wie schaffst du das? Wie schaffst du das? Und genau jetzt werden wir darüber sprechen. Wie du es schaffst, dass dich außenstehende Dinge nicht mehr beeinflussen. Denn oftmals ist es ja so, wir haben Menschen um uns herum, die denken halt dann mal anders, ja, tun andere Dinge oder tun dieselben Dinge wie jeder andere auch so, ja. Und sind einfach wie jeder andere, ja. Du bist jetzt so beispielsweise nur, ja, nur beispielsweise. Du willst jetzt endlich mal anfangen mit Sport. Ich finde das halt immer ein perfektes Beispiel, weil Hand aufs Herz, die meisten Menschen auf der Erde treiben keinen Sport, sind nicht aktiv, ja, gehen arbeiten, mal machen ihr selbes Leben jeden Tag und arbeiten nicht physisch an sich, ja, was ja auch sehr wichtig ist. Und weil das jetzt so ist, du willst das jetzt tun, bist du jetzt ja anders. Und dann sagt dir dein Umfeld auf einmal, ey, wie Sport? Sport? Ach, nein. Ist doch verrückt, Sport ist Mord, Sport ist doch nicht gut, ja, zu viel Sport, bla bla bla, du fängst jetzt an, oder du fängst jetzt an, ja, machst jetzt dein Ding, du fängst jetzt damit an und gehst jetzt 3, 4, 5, 6, 7 Mal die Woche trainieren. Nein, gehst jetzt einfach mal deine 5 Mal die Woche, 3 Mal die Woche trainieren, auf einmal werden dann Leute kommen, ah, du trainierst viel zu viel, ach, übertreib doch nicht, mach doch mal langsam, mach doch mal dies, mach doch mal das, weil sie vielleicht dann auch neidisch sind oder sonst irgendwas oder versuchen dich zu stoppen oder wollen dich einfach nicht besser sehen oder whatever. Leute auf der Arbeit, ach, das machst du dir eh nicht dein Leben lang, ja, das wirst du eh nicht durchziehen und bla bla bla. Vielleicht, weil sie es nicht durchgezogen haben. Du musst verstehen, alles, was die anderen Menschen sagen, darfst du nicht persönlich nehmen, denn es dreht sich alles nur um sie selbst. Wenn dir jemand sagt, dass du etwas nicht schaffst, heißt das nicht, dass du es nicht schaffst. Das heißt dann nur, diese Person hat es nicht geschafft. Deswegen denkt sie, weil sie es nicht geschafft hat, dass du es jetzt auch nicht schaffst. Alles ist nur eine Projektion von anderen Menschen. So, andere Menschen projizieren nur ihre Denkweisen, ihre Mindsets, ihre Dinge auf dich. Und es ist deine Aufgabe, wie gehe ich jetzt damit um? Nehme ich das jetzt auf? Kaufe ich das jetzt? Oder lasse ich es und kaufe es nicht? Nur darum geht es. Kaufst du diesen Menschen das ab, was sie sagen, was sie von sich geben und was sie tun? Oder tust du es nicht? Lässt du dich davon beeinflussen? Oder nicht? Wie du das Ganze schaffst? Indem du dir selbst treu bleibst. Indem du dich selbst kennenlernst und endlich weißt,
was dir gut tut und was dir weniger gut tut. Was gut für dich ist, was schlecht für dich ist. Nur so schaffst du es, dass dein Umfeld dich nicht mehr beeinflusst, weil wenn du weißt, was gut für dich ist und was nicht gut für dich ist, und dann Menschen kommen und wollen Dinge tun, die weniger gut für dich sind, sagst du nein, weil sie einfach nicht gut für dich sind. Nur so funktioniert das. Du hast dich jetzt kennengelernt. Das ist ein weiter Weg, den du vielleicht nun gehen musst. So, wenn du noch nicht weißt, wer du bist, du musst noch einen weiten Weg gehen, aber du musst bereit sein, diesen Weg zu gehen. Denn wenn du diesen Weg dann gegangen bist, weißt du dann, okay, ich habe mich jetzt kennengelernt, ich weiß jetzt, was mir steht, was mir nicht steht, was gut ist, was weniger gut ist, was schlecht ist, was super gut ist und was weiß ich, ja. Dementsprechend handelst du jetzt. Wenn dann aber dein Umfeld irgendwas sagt, ah, aber versuch doch mal das und mach doch mal dies und mach doch mal jenes oder lass das doch und warum machst du so und warum machst du es nicht so, ja, dann weißt du ganz genau, dann jetzt zu filtern. Okay, das, was sie sagen, stimmt jetzt entweder oder es stimmt nicht. Und dann musst du entscheiden, nehme ich das jetzt auf oder lasse ich es. Nur darum geht es. Nur so funktioniert es. Du musst dich selbst kennenlernen. Du musst gewisse Erfahrungen machen. Du musst rausgehen in die Welt, musst deine Erfahrungen machen, Erfahrungen sammeln, musst dein Ding machen und vielleicht oftmals auf die Schnauze fallen und dann wirst du merken, okay, was passt zu mir und was passt nicht zu mir. Und wenn du das oft genug gemacht hast, hast du irgendwann eine klare Sicht über dich selbst, ja, du weißt, wer du bist, wie gesagt, und dann, wenn außenstehende Menschen irgendetwas von sich geben, weißt du dann ganz genau, okay, kaufe ich das jetzt denen ab oder kaufe ich das jetzt nicht ab? Glaube ich das jetzt oder glaube ich das jetzt nicht? Vertraue ich dem jetzt, was die sagen oder vertraue ich dem nicht, was die sagen? Höre ich jetzt darauf oder höre ich jetzt nicht darauf? Nur so funktioniert das. Du musst endlich dein Leben so führen, wie du es führen willst. Nur so funktioniert das. Wenn du dann endlich rausgehst und dein eigenes Ding machst, wirst du merken, welches Umfeld auch für dich gut ist. Vielleicht musst du mal durch verschiedene Umfelder gehen. Das heißt, jetzt neue Hobbys probieren, neue Betriebe, ja, neue Arbeitsstellen, neue Jobs ausprobieren. Musst dich selbst ausprobieren, musst dich selbst testen. Das ist okay. Das ist okay. Das ist das Allerwichtigste, dass du dich selbst testest, ja. Und dass du dein eigenes Ding machst und selbst herausfindest, wer du bist. Lass dir niemals von anderen Menschen sagen, wer du bist. Die meisten Menschen kennen dich nicht so gut, wie du dich kennst. Niemand kennt dich so gut, wie du dich selbst kennst. Nicht mal deine Eltern, nicht mal irgendwelche Geschwister oder sonst irgendwas. Nur du selbst weißt, was gut für dich ist. Deswegen vertraue deinem Instinkt, vertraue deiner inneren Stimme. Wenn da jemand kommt und sagt dir, hey, aber ich weiß doch, was jetzt besser für dich ist. Du machst jetzt gerade diesen Job, aber ich weiß doch, dass du das und das drauf hast und das wäre doch viel besser und bla bla bla. Ja? Und du weißt, ey, das ist absolut nicht, was ich tun will. Dann tu es nicht. Tu es nicht. Du musst nicht auf andere hören und was weiß ich. Du musst nicht denen ihr Bullshit abkaufen. Egal, was sie auf dir abladen, ja. So, du bist scheiße, du bist dies, du bist das, auch sowas. Das musst du nicht abkaufen. Wenn so jemand kommt, okay, das zeigt mir nur, wie dieser jemand ist. Denn wie ich ja auch schon gesagt habe, nichts, was uns Menschen sagen, ist gegen unsere Person. Es ist rein nur das, was sie denken. Es ist ihre Projektion auf uns. Sie projizieren ihren Bullshit auf uns. Dann ist es deine Aufgabe, das zu erkennen, okay, es ist nichts Persönliches, was diese Person jetzt gesagt hat. Auch wenn eine Person euch mal verflucht, euch beleidigt oder sonst irgendwas, es ist nichts Persönliches. Das zeigt nur, diese Person entweder hasst sich selbst, mag sich selbst nicht, hat ein Problem mit sich selbst und was für sich. Denn wie eine Person mit anderen Menschen umgeht, zeigt, wie diese Person selbst ist. Wenn ich gut mit anderen Menschen umgehe, heißt das auch, ich gehe selbst mit mir gut um. Wenn ich aber eine respektlose kleine Bitch bin, ja, die da rumläuft, die niemanden respektiert, heißt das ja auch, ich
respektiere mich selbst nicht. Alles ist eine Projektion. Wenn du das mal verstanden hast, dass Leute nur ihren Bullshit auf dich projizieren, dann weißt du ganz genau, was du jetzt zu tun hast. Dann fängst du an zu filtern. Glaube ich jetzt das, was mir mein Umfeld sagt, oder glaube ich es nicht? Dann weißt du es ganz genau, wenn du das mal begriffen hast, dass die meisten Menschen, auch wenn sie dir sagen, du schaffst das nicht, du kannst dies nicht, du bist nicht gut genug dafür, ist es nur eine Projektion von ihnen selbst auf dich. Deswegen glaub nicht jeden Scheiß. Du hast mehr drauf, als du glaubst. Die meisten Menschen kennen dich nicht so gut, wie du dich kennst. Die meisten Menschen wissen nicht mal, was das Beste für dich ist. Auch dieser Standardspruch von den Eltern, Eltern wollen nur das Beste für ihre Kinder. Ja, ja, aber sie wissen oftmals gar nicht, was das Beste ist. Deswegen lass jeden machen. Lass jeden machen und mach dein Ding. Verurteile niemanden und denk nicht, dass du weißt, was das Beste für den Nächsten ist. Nur jeder selbst weiß für sich selbst, was das Beste ist. Niemand kann dir sagen, was gut für dich ist. Wenn du etwas tust, wirst du es merken. Macht es mir Spaß, macht es mir keinen Spaß? Erfüllt es mich oder hält es mich auf? Turnt es mich an oder fuckt es mich ab? Nur du selbst weißt es. Und wie gesagt, wichtigste ist, lern dich selbst kennen. Teste dich selbst. Geh in die große, weite Welt und sammle Erfahrungen. Nur so funktioniert das. Du sammelst Erfahrungen, lernst dich selbst kennen und dann weißt du, okay, was passt zu mir, was steht mir, was ist für mich und was ist gegen mich. Ich hoffe, das Video hat dir was gebracht, ja, an den Zuschauer oder die Zuschauerin, ich weiß jetzt nicht, ob es Mann oder Frau war, ich denke mal, es war ein Kerl, keine Ahnung. Ich hoffe, dir hat das Video jetzt auf jeden Fall auch was gebracht. Ja, danke auf jeden Fall für deine Offenheit, für deine Frage auf jeden Fall. War ein cooles Thema. Cool, darüber zu sprechen auf jeden Fall. Auch ein sehr wichtiges Thema. Deswegen, wenn ihr Videoideen habt, schreibt es immer gerne in die Kommentare. Oder noch besser, schreibt mir über Social Media, über Instagram. Da ist immer so das Beste, da kann man sich am besten austauschen. Und dann würde ich sagen, wenn mir die Idee dann gefällt, werde ich gerne ein Video dazu machen. Natürlich, gerne. Ich freue mich jedes Mal, wenn ihr mit euren Ideen kommt. Wenn ich mich nicht die ganze Zeit anstrengen muss. Denn in letzter Zeit gehen mir auch so ein bisschen die Ideen aus. Und so ist halt so im YouTube-Game. Dann ist mal eine Zeit, manchmal habe ich so eine Zeit, kommen mir die ganze Zeit Ideen. Dann bin ich nur am Boomen. Ja, und manchmal ist es dann einfach ein bisschen härter. Und dann muss man ein bisschen mehr nachdenken. Dann kommt es halt nicht so leicht. Aber ey, wir kämpfen uns durch. Deswegen in diesem Sinne, ich wünsche euch auf jeden Fall nur das Beste. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, auch etwas gebracht, auch vielleicht sogar motiviert, whatever. Aber ja, so schaffst du es. Und nur so schaffst du es, dass dich dein Umfeld nicht mehr beeinflusst. Indem du selbst weißt, wer du bist. Deswegen, dann kann dir jeder sagen, wer du bist. Du weißt im Endeffekt dann trotzdem, wer du bist. Egal wie dumm sich das jetzt anhört, aber dann kann der Peter kommen und sagen, du bist scheiße, du bist dies, du bist das. Du weißt ganz genau, es ist nicht so, weil du dich selbst kennst. Deswegen, niemand kann dir sagen, wer du bist. Niemand kann dir zeigen, was gut für dich ist. Niemand kann dir es vormachen, niemand kann für dich leben. Es liegt einzig und allein an dir, zu erkennen, was zu dir passt. Peace out. Ich denke, ich habe mehr als genug gesagt. Wir lassen es jetzt einfach mal hier.